Solange du bei uns bist, machst du das, was wir sagen. Ich hab da aber keinen Bock drauf. Da hast ich komm wieder, wann ich will. Ja. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, hab ich wohl. Kommt dir das zufällig bekannt vor? Hallo zusammen, ich bin der Pater Raphael. Es ist kein Wunder, wenn du manchmal Streit mit deinen Eltern hast und wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Es ist ganz normal, dass wenn du älter wirst, du anfängst, dir deine eigene Meinung zu bilden. Hier möchte ich dir einfach drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du mit solchen Stresssituationen umgehen kannst. Die erste Möglichkeit ist, du sagst immer Ja und Amen zu allem, was passiert. Natürlich, Mama. Okay, dann bin ich um 9:30 zurück. Dann bleibe ich zu Hause. Die zweite Möglichkeit ist, immer bockig sein. Bloß nie das tun, was die Eltern sagen. Nö, mach ich nicht. Kannst du dich selbst drum kümmern? Ich komme heute nach Hause, wenn mir danach ist. Die dritte Möglichkeit ist, der Wahrheit auf den Grund gehen. Und das ist die Möglichkeit, die ich dir heute ans Herz legen möchte. Auf der einen Seite, versuch zu verstehen, warum deine Eltern dir eine bestimmte Sache sagen oder vorschreiben. Frag sie nach den Gründen, hör ihnen zu, versuch das Warum dahinter zu verstehen. Auf der anderen Seite, sag auch deine Meinung, sag, wie es dir geht und pack das am besten in sogenannte Ich-Botschaften, wo du einfach sagst, ich fühle das so und so, ich glaube das, ich denke das, ich wünsche mir dies und jenes. Und zeig deinen Eltern, stell deinen Eltern auch deinen Standpunkt dar. Und dann versuch, das zu finden, was wirklich das Beste ist. Nicht das, was du am liebsten tun würdest, sondern was das Beste ist. Und noch ein kleiner Zusatztipp. Vielleicht hast du irgendeine erwachsene Vertrauensperson, die du in solchen Fällen um Rat bitten kannst, der du die Situation schildern kannst und die einfach mal von außen darauf schauen kann und dir auch seine Meinung sagen kann. Also schreib gerne in die Kommentare, wie du mit Konflikten umgehst und was dir da am meisten bei hilft. Mach's gut, auf Wiedersehen und denk dran, mit Gott bist du stark.